Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, aber wir schauen uns heute ein Video an von Dagi B, beziehungsweise mit Dagi B von Aaron, aber mit Dagi, Leute. Ich weiß, kommt alle runter, alles wird cool, ja. Es haben mich ein paar auf Instagram angeschrieben und meinten, dass es vielleicht ganz cool wäre, darauf eine Reaction zu machen. Ist jetzt schon 2, 3 Tage draußen, aber wie gesagt, einige von euch meinten, dass es ganz interessant ist, denn wir haben hier was ich persönlich echt cool finde. Mit Dagi B Promis anrufen und zum Singen zwingen. Erstmal ein nicer Rhyme an dieser Stelle. Aber Lena May Landrut, Caro Daur und Jumbo. Jumbo Schreiner. Aber wer ist Caro Daur? Wer ist denn das, Leute? Soll ich mal ganz kurz nachschauen, wer das ist? Car 2 Millionen Instagram-Follower? Warum kenne ich die nicht? Ist sie Single? Gut, Leute. Ich würde sagen, wir schauen rein. Ich bin gespannt, weil Jumbo, wie kommt der Kontakt zu Jumbo, frage ich mich, und Lena. Na gut, Lena und Aaron kennen sich, glaube ich. Gut, Freunde, wir schauen rein, ich bin gespannt, das wird immer cool, ich mag das gerne mit Promis anrufen. Let's go. Hallo, Freunde. Hallo? Der Sonne und herzlich willkommen zu... Ey, Aaron trägt schon wieder Hushotja. Hier, Hushotja, und wisst ihr, was ich gerade trage, Leute? Hushotja. Ist wirklich... No Werbung hier, intended, aber es ist wirklich eine gute Marke. Im neuen Video mit der besten, schönsten, tollsten YouTuberin überhaupt, Dagi B. Ehrenintro. Hey Aaron. Das ist wirklich das beste Intro, was ich kenne. Hey Aaron. Okay. Ich bin wirklich gespannt, wen sie alles anrufen. Rama Lama. Machen wir vor Klaas nach. Ich und genau. Dagi rufen jetzt Leute an, singen ein Lied und der am anderen Ende muss mitsingen, dann kriegt man einen Punkt. Genau. Ich gucke in dein Handy, du in meins. Ja. Gehen wir mal dein. Ich habe ein bisschen Angst. Oh shit, also, Alter. Ich echt Angst. Okay, warte. Stell dich mal vor, wer ist alles in diesem Handy drin? Eins kann ich euch sagen, ich leider noch nicht, ja. Von dem du so die Nummer hast. Mhm. Das Schlimme ist, wenn man so Leute rausfinden sucht, mit denen man kaum Kontakt hat. Ja, boah, das ist das Schlimmste. Ja, das ist wirklich. Okay, ich habe schon die erste. Oh Gott. Das wird unangenehm, glaube ich. Oh nein. Ich bin gehypt. Caro Daur, seid ihr dicke? Ja, schon, aber... Ja, okay, die kenne ich. Ich kann da jetzt keine emotionale Bindung aufmachen, weil ich sie nicht kenne. Nie mit ihr telefoniert. Ach so. Nur nie. Ich habe einmal besoffen. So, wo bist du? Ich bin hier. Okay, ich komme. Wir haben es nie gesehen. Wen hast du? Oh nein, das ist genauso. Wen hat sie rausgesucht? Ja, okay, mal gucken, ob die Nummer noch aktuell ist. Okay, Dagi, du rufst Caro Daur an und singst, sag das Zauberwort und du hast die Macht. Ich hab keine Ahnung, wie das... Das ist von einem Anime. Weitergeht. Halt den Mondstein fest und... Das ist Dings, wie heißen die? Luna Girl, Mona Mond. Spür die Kraft, du kannst es tun. Timo singt mit Oh Sailor. Sailor Moon, dann kannst du, dann singst du Biene Maya, darfst du auch so. Und diese... Oh, ja, beides unangenehm. 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 Und diese Biene, die ich meine, nennt sich. Oh, Ehre! Ehre! Oh mein Gott, Caro! What's up? Oh mein Gott, ich hab einen Punkt! Ja. Ich hab Okay, tschö! Dankeschön, Caro, ich wollte dich nicht stören. Krass. Ey, das Ding ist, sie können halt, alle diese Leute können halt gerade in so einem Meeting sein, bei einem Dreh, bei einer Produktion, whatever. Und dann müssen sie einfach so lossehen. Richtig weird eigentlich. Aber finde ich cool, die Idee. Und mitmacht. Ist eine coole Idee. Oh nein! Oh, wen hat er denn? Ja, obwohl mit Kamuschka? Guck mal, ich weiß gar nicht, ob das ihr richtig... Matroschka, Freunde, Matroschka waren die kleinen Teile, die man ineinander gestopft hat. Kennt ihr die noch? Habe ich früher gesammelt als Kind. Aber wer ist das? Die gewählte Nummer ist nicht bekannt. Boah, der Glück. Okay. Ah, der macht aber mit. Ja? Okay, ja, der ist dumm. Okay. Dumm? Hat er doch mich angerufen, was? Okay. Also, der ist ein netter Typ. Der macht so eine Scheiße mit. Warte, du musst ja sagen, wer? Achso, Danny von... Er hat noch Musik. Was? Ich hab nur die Stars in meinem Handy. Okay, den habe ich auch schon mal gesehen. Guck, geht keiner ran. Was sind das denn für Gestöhne? Boah, kannst du noch weiter gucken? Boah, das ist ja echt schwierig. Ja, aber die meisten sind. Ich glaube, die gehen einfach alle nicht zusammen. Ja, wenn ich anrufe, wissen die, dass zu 90% Scheiße kommt. Ja, das bei Aaron ist Excel. Echt schwer. Oh, Excel geht voll selten ran, muss man sagen. Gott, das ist unangenehm. Oh, einfach um zu und durch. Das ist so. Bei Excel geht aber noch. Excel macht das mit. Excel macht den Spaß mit. Was, ey? Der Teilnehmer ist im Moment. Oha! Wie schwer ist denn das? Wow! Hier, Evelyn Bodecki. Oh nein. Hammer! Wer ist das alles? Machen wir doch. Es ist voll traurig. Können wir Eugen anrufen? Ja.
Okay. Hä? Der arme Aaron. Oh, das ist ja von, kennt Ole ohne Kohle. Ole ohne Kohle. Ich kenne ihn nicht, aber ruf mal an. Ole ohne Kohle kennt man. Warte, der heißt Ochsenknecht mit Na. Ist das einer aus der Ochsenknecht-Bande? Lol, wusste ich gar nicht. Das ist schon ein bisschen. Ey, das ist voll echt traurig. Warum geht bei Aaron niemand ran? Ja, bitte? Und diese Biene, die ich meine, nennt sich. Klasse, Aaron Troschke. Ich bin gerade am Stream. Was ist los? Mann, du solltest Maya singen. Jetzt habe ich keinen Punkt. Danke, Ole. Falco. Hast du auf Lautsprecher? Ja, ich habe dich auf Lautsprecher. Du hättest Maya singen sollen. Hey! Okay, kann ich nochmal singen, Aaron? Nein! Aber ey, vielen Dank, dass du wenigstens rangegangen bist. Das bedeutet mir total zumindest viel. Etwas. So, ich muss weiterarbeiten. Tschüss! Simon Will. Ah, ich habe noch nie mit ihm telefoniert auch, ne? Ey, wäre cool, wenn er jetzt rangeht. Simon, guter ja, das Kollege. Das ist doch schon mal super. Und dann, was kannst du singen? Aber Simon geht ran, nee, wobei Simon ist sehr busy, der ist immer unterwegs. Und vielleicht war der zu der Zeit gerade in Australien noch, wo das gedreht wurde, ich weiß es nicht. Was kann sein. Auf Malle, so richtig peinlich. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere... Liebe nicht. Ja? Okay. Ja. Okay. Oh Gott, dann hast du oh. Und dann geht ihr das erste Telefonat zu. Okay. Hallo. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere... Liebe nicht? Oh. Ehrenmann! Hey, Ehrenmann! Dankeschön! Danke. Ja, Leute, mein Gesicht hat gerade dieselbe Haarfarbe wie die wie Simon Will, Alter. Mein Gesicht hat dieselbe Farbe wie die Haarfarbe von Simon. Unangenehm, sehr unangenehm, aber sehr cool. Schön, Simon, du hast mir einen Punkt gebracht. Vielen lieben Dank. Ah, übrigens. Ja, und jetzt haben wir auch keinen Bock auf dich. Das tschüss. Ist übrigens Aaron! Ciao! So immer wenigstens direkt unsympathisch aussehen. Assi, ey. Okay, Mr. Pepperoni! Wer ist Mr. Pepperoni? Ein YouTuber. Wer ist Mr. Pepperoni? Oh, doch, den kenne ich noch von früher. Der hat einen riesengroßen Filmkanal. Ja, ja, den kenne ich noch von früher. Alter, Ehrenmann. Habe ich früher geguckt sogar. Oh, machen wir nur den. Daniele Nigroni? Ja. Ach, das ist Pillepalle. Ja. Oh, auch Ehrenmann. Habe ich. Ey, die erste Staffel habe ich früher richtig geguckt. Habe ich gefühlt mit Luca Henny. Habe ich gefühlt. Klar. Okay, dann. Dein Lied. Grüße an Werner. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Achtung. Kennst du das, wie es weitergeht? Ja, klar. Kennt jeder. Oh nein, unangenehm. Nee. Ey, es tut mir voll leid. Und ich dachte, ich werde ablosen, dass keiner bei mir reingeht. Das ist voll traurig. Das ist krass. Das ist echt traurig. Ja, klar. Jimmy Blue. Oh, der war letztens sehr sauer auf mich. Ja, ja, wegen der Spendenaktion, glaube ich. Das ist schon unangenehm. Das Spendending. Ach, der geht wahrscheinlich nicht ran. Er geht hier nicht ran. Ich sehe noch, der denkt so, oh nee. Naja. Aaron. Ey, soll ich sowas ähnliches auch mal machen? Wäre eigentlich ganz geil, oder? Dann brauche ich halt nur einen anderen YouTuber oder einen anderen, keine Ahnung, Typen, der auch ein paar Nummern hat, so, damit es halt lustig ist. Ich kann auch bei Kollegen anrufen, aber das ist lustiger, wenn man so etwas bekanntere Leute anruft, so. Wäre ganz lustig. Könnte ich eigentlich mal machen. Ja, hier ein Schönvogt. Oh nein. Ja. Oh, okay. So, jemand, den ich kenne, Mann. Wer wurde von Kenny? Oha, Aaron, Mann. Entweder haben die dich alle geblockt. Nein, die haben mich alle lieb, so. Oder die haben wegen dir eine neue Nummer gemacht. Das kann ja nicht wahr sein. Wer ist denn Jonas Puschel, Alter? Jonas Puschel? Hey, Jonas Puschel. Den kennt man, den kennt man aber. Hallo. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Dankeschön, Jona! Ehrenmann! Ich hab einen Punkt wegen dir, so tschüss, nerv ich nicht! Ich hab mir ist gerade eingefallen, die nächsten, die du anrufst, machst du so hey, 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 hey. Nee, nochmal. Hey, 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 Vicky. Hey, Vicky. Hey. Guck darauf, kommt man alleine. Vicky, bester. Ruf Lena Meyer Landrut an und sie. Hey, hey, Vicky. Unangenehm. Unangenehm. Die ist halt gerade so bei The Voice of Germany oder bei, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was sie macht. Sie geht mit Stefan Raab zusammen golfen oder so. Die hat aber ein busy life auf jeden Fall, richtig unangenehm. Oh, sie ist reingegangen, unangenehm. Hallo? Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky. Wer ist denn da? Oh. Hier ist Dagi. Oh mein Gott. Oh Gott, so unangenehm. Sie hatte sie nicht eingespeichert. Oder whatever, oder hat's halt nicht geblickt, so. Und wenn so eine fremde Nummer dich anruft, ich gehe sowieso nicht ran. Also die meisten Leute gehen gar nicht ran bei einer fremden Nummer, aber dann so ein komisches Ding kommt, unangenehm. Ich hab deine Nummer nicht gespeichert, Digga. Ich dachte,
Ja, ich würde auch nicht ran. Oh Gott. Warum gehst du denn da ran? Ich gehe nie an unbekannte Nummern. Macht niemand. Du hast Eier. War ich auch so, hallo? Ja, schade, kein Punkt. Sorry. Wir machen gerade eine Challenge mit Aaron, aber ich habe leider verloren. Du hast leider nicht mitgesungen. Fuck, sorry. Alles gut. Willst du noch was sagen, Aaron? Tschö. Nein, dankeschön, ciao. Och Mann. Doch, ich bin aber krass, bei unbekannten Nummern geht niemand eigentlich ran, so, weil das dumm ist. So. Ja, guck, ich weiß ja nicht mal deine Nummer ein. Alter, die hat eine neue Nummer, die hat ein neues Handy. Ja und? Jimbo, ist das der Jumbo? Jumbo. Ja, nein, das ist Jumbo X, also von Galileo, der Dicke. Gibt's ein Lied über Essen? Hä, ich hab eine Zwiebel auf dem... Nee, wie geht denn das? Auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Wie geht denn die Melodie davon? Ja! 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 Unangenehm. Bitte mach das Ende nach. Was für ein Lied ist es? Was für ein Lied? Ein Lied über Essen? Pizza hat. Pizza hat. Ach nein, das wird so unangenehm. Bitte mach das Ende eine andere Nummer hat. Bitte mach das Ende eine andere so Nummer. Das wird so unangenehm. Vor allem, woher weiß Jumbo Schreiner, wer Aaron Troschke ist und wenn ja, woher? Was ist da die Connection, Leute? Oh nein, es wird so unangenehm. Aaron Troschke, du alter Der Pizza hat, Pizza hat Kentucky Fried Chicken und der Pizza hat. McDonald's! Oh, okay, ey, okay, Props. Auch wie er reingegangen ist, da gibt's ein Like für. Jumbo ist ein sympathischer Typ. Danke, Jumbo! Ich dreh gerade ein YouTube-Video und ich hab einen Punkt dank dir. Echt? Ja, hast du gut gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du weniger saufen würdest, aber wenn ich dir geholfen habe, ist das gut. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und ich melde mich irgendwann mal. Oh, guck mal, bei einem war er so fies beim Auflegen und bei Jumbo Schreiner ist er richtig nett. Das ist wahre Freundschaft, Leute. Hau rein. Tschö. Tschüss. Ich glaube, das jetzt habe ich 2015 mit ihm geschrieben. Aber warte mal, ist das Jimbo oder Jumbo? Jumbo. Habe ich ihn unter... Ja, du hast auch noch... Dankeschön, Jimbo. Das ist echt so dumm eigentlich. Der hat so kurze Sekunde ausgewartet. Ausgleich, das ist der perfekte Zeitpunkt aufzuhören. Und ey, das war ein wirklich gutes Video, muss ich sagen, Leute. Das war ein wirklich, wirklich gutes Video, ja. Check das originale Video gerne ab. Dagi hat wahrscheinlich auch ein Video mit Aaron zusammen hochgeladen. Ist das auch sehenswert oder nicht so? Schreibt mir gerne rein, vielleicht können wir uns das auch noch ansehen. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. War tatsächlich unterhaltsamer als gedacht, ja. Also, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Leute. Ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle sehen wir uns später noch bei einem weiteren wunderbaren Video. Habt einen wunderschönen Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.